Hey Leute, willkommen zu League of Legends. LOL. Und ja, ich muss hier ein Botspiel spielen mit verbündeten PvP-Spielern. PvE-Spielern. Und zwar, weil man muss anscheinend Level 3 sein, um endlich mal gegen andere Spieler zu spielen. Also seht ihr unten alles Bots. Meine Cam ist hoffentlich nicht im Weg. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Also ich habe doch nie LOL gespielt. Ich bin ja eher der Arena of Valor-Typ, was ja das Mobile LOL ist. Und ich habe früher Dota gespielt, aber nie noch LOL. Ich habe nur das Tutorial gespielt und jetzt bin ich hier, ne? Ich spiele auch mit dem Tutorial-Helden, einer Bogenschützin zum Glück. Mag ich sehr gerne. Ich finde auch den Wolf cool, den man hat. Und ich habe keine Ahnung, welches Item man zu Beginn baut und welche Skills und so weiter und. Ich kaufe erstmal sowas. Ich weiß, man sollte eigentlich hier wahrscheinlich Heiltränke kaufen, wie in Dota und so weiter. Oh, boah, ja, ne? Ich will auf jeden Fall mal auf die Bot-Lane. Da läuft er schon. Alter, was ein geiler Bogen, ne? Ich mache ziemlich unschlüssig, welche Ability zuerst. Die dritte finde ich jetzt nicht so cool. Meine Fresse ist so schnell. Wo sind die Gegner? Es dauert ja auch länger. Es ist alles ungewöhnlich. Es ist alles unterschiedlich zu Arena of Valor. Es dauert hier ewig, bis Minions spawnen. Ich weiß ja nicht, wie man am besten den Jungle protecten sollte. Ich tippe mal drauf, dass hier wieder so wie in Arena of Valor besondere Buffs sind und hier besondere Monster, ne? An alle LoL-Profis gerne mal in die Kommentare, was, wie, wer, wo. Und meine Cam ist wieder irgendwo. Das reimt sich. Ja, hier gibt es anscheinend auch ein Gras, wo man sich verstecken kann, wie in Arena of Valor. Sehr gut zu wissen. Ich hoffe, meine Arena of Valor Erfahrung kann mir hier etwas helfen. Es sind, wie gesagt, nur Bots erstmal im ersten Spiel. Und ich weiß nicht, ob ich jemals noch eine zweite Folge mache, weil ihr mich so hart ausbuhen werdet und disliken, dass ich dann Angst habe, nie mehr spielen werde. Die Cam sieht aber echt gut positioniert aus, muss ich sagen. Ihr seht eigentlich alles. Oh, da, wie, wer, was, wo, wer ist gestorben? What the fuck, Gegner haben schon zwei Kills. Das sind Bots, Leute. Das sind Bots. Die können doch gar nichts. Ja, ich versuche auch hier ganz brav Last zu hitten für mehr Gold und Erfahrung. Aber die Gegner wollen es mir gerade nicht leicht machen. Die wollen mich schon haben, die wollen mich snacken. Oh, das ist eine riesen Umstellung mit der Tastatur wieder. Ich weiß nicht, was die Verbündeten machen. Das Problem ist ja, ich spiele hier mit Anfängern. Gegen Bots. Was ja eigentlich kein Problem ist. Aber das Problem sind eher die Anfänger, glaube ich. So wie ich. Ja, ich bin auch ein Kacknoob. Aber ich fühle mich hier ganz allein gelassen auf meiner Botlane, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob man. Na, es würde Sinn machen. In jedem Spiel spielt man doch Schützen auf der Botlane und Magier in der Midlane. Der ist zum Beispiel ein kompletter Vollidiot. Ich versuche gerade mein Bestes, irgendwie den Turm zu verteilen. Was anscheinend gar nicht so einfach ist. Ersten Skill schon mal freigeschalten. Welches Kack-Minion greift mich denn hier an, ey? Bisschen Angst. Die Angst ist mit mir. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß auch nicht, wie lange im Durchschnitt ein LoL-Spiel dauert. Bei Arena of Valor sind es also im Schnitt 10 bis 20 Minuten. Ich werde sie auf jeden Fall ein bisschen rumschneiden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fühle mich hier echt allein gelassen, ne? Meine Spinnspieler sind irgendwo. Und was ich auch nicht gewohnt bin, man muss ja zurück. Man muss zurück in die Base, um Items zu kaufen. What the fuck? Das ist viel, viel komplizierter. Natürlich auch wie in Dota. Das ist ganz normal eigentlich. Also echt bald mal den Turm hier allein lassen. Leute, wo seid ihr denn? Der kloppt hier 3 Jahre auf dem Jungle Minion ein. Okay, die scheinen ja auch mehr auszuhalten. Der oben ist auch alleine. Gibt es hier auch so ein Carry wie ein Dota? So ein Flugvieh, was euch die Items bringt? Aber gut zu wissen. Ne? Ich habe leider nicht größten Plan. Jetzt kommt man mal zur Hilfe. Ein bisschen spät, Mann. Ah, den kriegen wir, oder? Ja! Sehr schön, ich habe ihn getötet. Man darf hier die Bots nicht unterschätzen, wenn man null Plan hat vom Spiel, kann auch die Bots natürlich sehr viel Schaden machen. Und die Minions. Weil man merkt halt echt einen riesen Unterschied zu
zu Arena of Valor. Es ist nicht darauf ausgelegt, schnell durchzurushen. Sondern eher das langsamer anzugehen. Stirb Katapult. Und gerade die Verbündeten sterben halt die ganze Zeit. Ne? Ich gehe mal kurz zurück in die Base. Kennen wir ja. Und wenn man neue Items kauft. Wie gesagt, keine Ahnung, welches Item hier am Start am besten wäre. Ich hoffe, ich blamiere mich nicht zu sehr. Aber die Verbündeten, die ständig rumsterben, blamieren sich meiner Meinung nach mehr. Hier gibt es einen Heiltrank. Soll ich auch mal mitnehmen? Ich sollte einfach mal einen Heiltrank mitnehmen. Ne? In der Mitte ist ja auch schon Kacke am Dampfen. Leute, wo seid ihr denn? Was macht ihr denn? Ist er gerade zurückgelaufen oder ist er zurückgebeamt? Der ist zurückgelaufen, ne? Wir haben einen Jungler, okay. Ich geht doch. Mitte, nicht Mitte. Ah, ich muss in Mitte. Dieser Bot greift schon fucking Turm. Und was ja auch ungewöhnlich ist, hier sind so viele Minions. Hier sind so viele Minions. In Arena of Valor sind es nur ein paar. Oh Gott, der macht Damage. Das ist schon Level 5. Ist anscheinend auch hier der Mage. Ach, der haut mir ab. Schade. Was man hier nicht machen sollte, was er zum Beispiel macht, der komplette Vollidiot. Ja, es ist ein Vollidiot. Ja, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, es gibt natürlich Anfänger und es gibt Kacknoobs. Wie in jedem Spiel, ne? Wie in jedem Spiel. Ich versuche ein bisschen hier den Tower zu pushen. Aber der Turm hält auch echt viel aus. In der Arena weil aber der Turm schon weg. Oh, den kriegen wir. Nice gemacht. Nice gehookt. Echt cool. Das erinnert der Roboter hier gerade, erinnert mich an Timba aus Dota. Sehr schön. Jetzt muss ich echt mal zurück auf die Bot Lane. Beziehungsweise erstmal ganz heim. Wo stehe ich denn? Hier stehe ich hier. Ist schon wieder Verbündeter gestorben? Oh Gott. Wie kann man nur die ganze Zeit sterben gegen Bots? So, schnell shoppen. Boots wären sicher auch mal nicht schlecht. Ah, ich vergesse, dass ich einen Heiltrank hatte. Aber Mana-Trank wäre, glaube ich, sinnvoller mitzunehmen. Jetzt laufen wir wieder auf die Botlane. Sieht man auch so einen schönen weißen Strich auf der Map, wo man hinläuft. Wie er läuft, ne? Vor allem, wenn man hier hin drückt, sieht er läuft dann ganz anders. Das ist voll cool. Und mir gefällt das hier bis jetzt schon ganz gut. Aber ich habe ja auch keinen Sprachchat aktiviert und so weiter. Also, mich kann dir keiner anschnauzen. Er ist wieder am Turm gestorben, der eine. Er will mich mal verarschen, ne? Ich will mich echt verarschen, der eine Typ hier. Und einer ist nur der Base, wenn ich das richtig sehe. Ein merkwürdiges Team. Gott, Leute. Das fühlt sich echt schwer allein auf der Lane. In Arena of Valor allein auf der Lane ist es voll okay. Aber hier fühlt sich das alles viel, viel schwerer an. Fuck, fuck, fuck. Und die Leute sterben hier wie die Fliegen. Die müssen echt noch viel üben, ja. Ich merke schon ein bisschen die Vorerfahrung von Arena of Valor. Das fehlt sicher einigen auch. Oben der Turm wird bald fallen. Was macht ihr die ganze Zeit? Shoppen. Wollen wir was kaufen? Nein. Nein. Tech Speed. Sehr gerne. Oh, er hat ihn umgebracht. Unser Vampir. Ist das ein Vampir? Weil es ist alles so neu für mich, ne? Receive. Level 2. Ja, der rennt immer nur in den Turm rein. Solche Leute braucht man, ne? Einfach Vollidioten. Man braucht mehr Vollidioten im Spiel. Na, ja, da rennt nur ein Turm rein. Toll bist du, ja. Ist lustig, ne? Ist anscheinend lustig. Ist das ja normal, ja, schon, ne? Hey, lol, Gerüchte müssen doch stimmen, oder? Ich komm nicht hin. Ja, doch, 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 doch. Nice, noch ein Kill. Wunderschön. Down. Ich lebe noch, ja. Perfekt. Ich habe schon wieder einen Kill. Nice, läuft da. Wir gewinnen das schon, dank mir. Leute, greift mich an. Danke für keine Hilfe. Leute? Ernsthaft jetzt? Leute? Der Bot will mich töten und ihr macht gar nichts? Danke? Also, Leute? Leute? Ja, ein bisschen spät die Hilfe. Jetzt bin ich schon zu weit zurückgelaufen. Greif ihn doch an! Oh Gott! Die haben echt noch nie im MOBA gespielt, glaube ich, hier.
Oh, fuck, 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 fuck. Lichtschwert, Lichtschwert. Heiltrank mitnehmen. Ach, shit, scheiße. Mal in die Mitte gehen und uns auch wieder helfen. Die kriegen es ja gerade überhaupt nicht, in irgendeine Lane zu beschützen. Der eine rennt ja ständig nur in den Turm rein. Er ist unser Pro. Der hier, ja. Er ist gleich wieder in den Turm reinlaufen, gegnerischen. Weil er einfach nur kompletter Vollidiot ist. Mir ist ja gerade jemand auf Twitter, auf Twitch gefolgt. Dankeschön. Hier muss man alles selber machen, ne? Man muss hier alles selber machen. Sehr schön. Unten geht es jetzt wieder im Turm durch, Leute. Laning Phase und so weiter haben die halt echt keinen Plan. Ne? Wenn er ihn da ablenkt, kann ich den Turm zerstören. Diese Noobsis, da unten sind sie schon am Hauptturm. Oh Gott, Leute, Leute, Leute. Habt ihr auch immer so eine Teammates? Ja, erstmal verteidigt hier. Nein. Hallo, lauf. Oh Gott, da kommt er zur Hilfe. Nicht gesehen, nicht gesehen. Nein, nicht da reinlaufen. Nein, wo kommt der denn her? Surrender? Will ich echt aufgeben? What the fuck? Das gewinnen wir doch easy. Mal Schuhe kaufen. Offensiv-Items. Attack Damage. Critical Chance. Sehr schön, nehmen wir. Wie gesagt, ich versuche das hier noch zu retten. Der Turm wird auf jeden Fall fallen. Weil die Leute einfach nicht checken, was sie tun sollen. Der jungelt die ganze Zeit nur. Hilft ihm egal. Wenn ich das richtig mitbekomme. Ah, oh, den Turm schaffen wir nicht mehr. Ne, ne, ne. Nee. Zu viel. Oder? Schaff ich noch? Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Fuck, unten, unten, unten. Ich will den Turm schnell kriegen noch. Da muss ich auch echt zurückbringen. Nee, schaffe ich nicht mehr, oder? Nee, der kriegt den Turm. Fuck, wenn sie das Ding jetzt hier zerstören, seht ihr das? Ja. Dann kriegen sie Mega Minions. Triple Kill. Wie gesagt, ich versuche das irgendwie zu carryen für euch. Für euch, Leute. Für die Community. Mein erstes Lore-Game. Lass ich mir nicht vermiesen. Das steht hier gut rum, ne? Also, die machen das schon gut, die Leute. Ja, ja. Die machen das schon gut. So, und ein bisschen rausgepusht. Bringt aber nicht lange was. Ich muss dringend zurück. Die kommen zu viert. Oh Gott, leck mich doch am Arsch. Ja, Mann! Oh, echt gut mit die KI spielt. Ich sage, das sind einfach nur Bots, ne? Das sind einfach nur Bots, die uns da gerade durchrasieren, weil Verbündete einfach komplett dumm sind. Die Base kann hier gar nicht schießen. Hier wusste ich auch nicht.
Action, Leute. Action. Es wird schon, Leute, das wird schon, das wird schon. Muss nach unten aufpassen die ganze Zeit. Ich muss das Game gerade irgendwie quasi alleine machen. Okay, die in der Mitte schaffen endlich auch mal was. Okay, okay, okay. Ich push die Lane da raus. Ich hoffe, ich kann den Turm jetzt schneller machen. Bin godlike, Leute. Im ersten Game. Ich sag doch, ich gewinne das Spiel noch. Ich lass mir das hier nicht vermiesen. Was macht er denn? Hä? Das wird, Leute, das wird. Ich krieg das hin, ich lass mich ja nicht verarschen. Unseren kleinen Kackknups, die glauben, sie müssen feeden einfach nur. Nicht mit Black Rabbit. Chi Chi. Easy. Ich würde mal sagen, ich habe das gecarried. Ein bisschen. Und nur ein bisschen. Also nicht viel. Ein bisschen. Ne? So, und damit sind wir Level 3, haben einen neuen Champion und dürfen jetzt auch gegen echte Gegner spielen. Mega nice. Sieht man hier noch eine Endbewertung oder sieht man hier gar nichts? Doch, sieht man. Sehr schön. 25 Kills, einmal nur gestorben und 5 Assists. Da hat der eine mit seinen 29 in den Turm reinlaufen, uns auch nicht geschadet. Ich habe ihn einfach, ja. Nee, verbal, leaving, game, hate speech, cheating. Oh Gott, feeding. Ich habe mal Report, mein erster Report in LoL. Wow. Irgendwann war es mega nice von mir. Also, muss mich schon. War schon cool. War schon. Also, jetzt kann ich auch gegen PvP spielen. Also, wenn ihr auch PvP hier sehen wollt in LoL, also mir, wie gesagt, ich bin überrascht. Ich bin überrascht, wie viel Spaß wie das Game macht. Und wie ich gerade nicht angepisst war wegen diesen Idioten. Und ja, es war nice. Ich bin überrascht. Wenn es euch auch so gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare. Was auch immer ihr wollt. Gerne Tipps natürlich. Ich habe nämlich keine Ahnung, welche Helden ich spielen soll. Magier und Schützen. Keinen Plan. Die Dame war jetzt nicht schlecht, aber ich weiß echt nicht, ne? Und welche Items und bla bla bla. Muss ich mir erst informieren, falls ich LOL auf diesem Kanal weiterspielen soll. Ihr sagt es mir. Ich stelle es euch nur vor. Ich zeige es euch nur. Und ja, Leute. Wer nichts verpasst will, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Haut rein. Und ciao.